Willkommen! In diesem Video lernen Sie den Zugang zu Unterrichtsmethoden kennen, den Flexicontainer entwickelt und im Göttinger Katalog didaktische Modelle umgesetzt haben. Unterrichtsmethoden können als das zentrale Moment des didaktischen Ansatzes gesehen werden, den Flexicontainer entwickelt haben. Ihre These ist, dass es nicht eine richtige Methode, wie etwa das exemplarische Unterrichten oder den Projektunterricht gibt, sondern eine Vielzahl von Methoden historisch entwickelt worden sind, die ein flexibles Repertoire bieten, auf das in Abhängigkeit vom jeweils geplanten didaktischen Design zurückgegriffen werden kann. Als Hauptproblem wird dabei angesichts der großen Vielfalt an verfügbaren Unterrichtsmethoden nicht die Gestaltung neuer Unterrichtsmethoden, sondern die Auswahl aus vorhandenen Unterrichtsmethoden gesehen. Und daher geht es Flexicontainer vor allem darum, Unterrichtsmethoden zu erschließen und so die Vielfalt handhabbar zu machen. Um Unterrichtsmethoden zu erschließen, unterscheidet Flexic zunächst Unterrichtsmodelle und Kategorialmodelle. Unterrichtsmodelle oder Low-Order Designs sind Beschreibungen einzelner Unterrichtsstunden. Kategorialmodelle sind allgemeinere Beschreibungen, die ähnliche Unterrichtsmodelle zusammenfassen, indem die Modelle durch Deskriptoren beschrieben werden. Entscheidend wird damit die Wahl der Deskriptoren. Deskriptoren sind Worte, mit denen andere Wörter erläutert werden. Die Auswahl der Deskriptoren bestimmt den Gegenstandsbereich, der beschrieben werden kann. Mit den didaktischen Deskriptoren wird also zugleich festgelegt, was ein didaktisches Modell ist. Seine Deskriptoren entwickelt Flexic im Rückgriff auf ältere Entwürfe und entscheidet sich für folgende Aspekte. Erstens die Anknüpfungspunkte an Alltagserfahrungen und historische Vorläufer. Zweitens die didaktischen Prinzipien, zu denen die historischen Hintergründe und die Begründung für didaktische Handlung gehören. Drittens die Phasen, das heißt die zeitliche Einteilung des Unterrichts. Viertens die Lernerrolle, die später dann um die Lehrerrolle ergänzt worden ist. Fünftens die Lernumwelt, mit der Anwendungskontexte wie Schule, Universität oder Weiterbildung bezeichnet werden. Sechstens die Lernaufgabe. Siebtens die außerdidaktische Umwelt, die ebenfalls in der ersten Fassung nicht enthalten war. Und achtens die Evaluierung, und zwar vor allem die Evaluierung des Lernprozesses durch die Lernenden. Der Umstand, dass die Deskriptoren von Flexic im Laufe der Zeit geändert worden sind, zeigt, dass er seinen Ansatz als dynamisch begreift, also als etwas, das ständig weiterzuentwickeln und den sich verändernden Bedingungen anzupassen ist. Vom Flexicontainer werden dann 20 Kategorialmodelle erfasst und mit den Deskriptoren beschrieben. Die Kategorialmodelle sind der Arbeitsunterricht, die Disputation, die Erkundung, die Fallmethode, die Formulatur, der Fernunterricht, der Frontalunterricht, der individualisierte programmierte Unterricht, der individuelle Lernplatz, das Kleingruppenlerngespräch, die Lernausstellung, der Lerndialog, das Lernkabinett, die Lernkonferenz, das Lernnetzwerk, das Lernprojekt, die Simulation, das Tutorium, die Vorlesung und das Werkstattseminar. Der Göttinger Katalog enthält neben den Beschreibungen Prozesse zur Anwendung des erschlossenen Materials. Das umfasst verschiedene Medien ebenso wie eine Auswahl an Übungen, die in Trainings verwendet werden können. Flexicontainer verstehen die Verwendung abwechslungsreicher Unterrichtsmethoden als wichtiges didaktisches Prinzip. Daher entwickeln sie eine Reihe an Deskriptoren, mit denen Kategorialmodelle so beschrieben werden können, dass eine schnelle Übersicht und damit eine gezielte Auswahl ermöglicht wird. Als Kategorialmodelle nennen Flexicontainer dann den Arbeitsunterricht, die Disputation, die Erkundung, die Fallmethode,
die Formulatur